Servus meine lieben Füchse und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der FIFA-8-Stand-Karriere mit Augsburg. Und ihr habt wieder ein paar Kommentare geschrieben, zum Beispiel ziemlich eindeutig, dass ich Haberer nicht verpflichten soll, weil ich ja schon eigentlich genug gute Stürmer habe. Und damit habt ihr ja im Prinzip eigentlich auch recht, ne? Ich habe genug in der Offensive, also Haberer brauche ich nicht. Dann, Moment, gab noch ein bisschen was hier. Weil ich gefragt habe wegen Torhütern. Das ist überhaupt Sound? Der Sound ist mir gerade zu leise. Moment, ich mach mal kurz den Sound lauter, weil ich glaube, ich habe den mal leiser gestellt gehabt. Ja. So, mal kurz hier alles auf 10 hoch. Und dann schauen wir mal. Unter anderem wurde geschrieben Nübel. Ist es, glaube ich, ist es nicht ein Nachwuchs. Ach fuck, ich bin so doof. Ist es nicht ein Nachwuchstorhüter von Bayern? Nee, oder? Nee, Quatsch, Schalke. Entschuldigung, sorry, Entschuldigung. Nachwuchstorhüter von Schalke, meine ich doch. 27 Tage, oh ja, die hat doch einen Arsch auf. 27 Tage Scouting, alles klar. Dann ein gewisser Gerson von Rom. Ist der hier? Ja. 20 Jahre jung. Großes Potenzial, 24. Ach, ist halt. Dann so ein Cordova mehr spielen lassen. Ja, mal gucken. Torwart Wellenreuter. Ja, der hat ja auch eine Zeit gehabt, wo er so in aller Munde war. Mittlerweile keine. Willem II Tilburg? Willem, kann. Was ist das für ein Verein? Ich hab nie wieder was von dem gehört, muss ich ehrlich sagen. Genau, Haberer nicht, weil wir da schon welche haben. Andrich Nandes. Oh Gottes Willen. Was ist hier? Wellenrouter, genau. Cooper. Wahrscheinlich dann Michael Cooper hier. Von Plymouth. Oder Luca Costa oder Costa oder Costa, ne, keine Ahnung, wie man ausspricht, tut mir leid. Ja, komm, ich füge jetzt einfach nochmal schnell hier alle Vorschläge da hinzu. Wir haben ja Zeit, ne? So, wobei, ich füge die kurz hinzu, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. So, da sind wir wieder. Habe ich einfach mal alle Vorschläge, die da waren, in die Liste hier mit aufgenommen. Und wie gesagt, wir bräuchten halt, glaube ich, einen Torhüter, ne? Aber wir haben halt bei keinem von denen hier Scouting-Berichte und es sieht auch nicht danach aus, als dass das irgendwie in Zukunft, also noch in dieser Transferphase soweit kommen würde, dass wir die Ergebnisse von dem Scouting bekommen. Ich habe gerade das Mikrofon gemacht, tut mir leid. Wir haben halt zwei Torhüter, ne? Es reicht halt theoretisch aus. Es reicht halt theoretisch, ne? Aber wenn wir halt total Pech haben und sich beide Torhüter verletzen, was ich natürlich nicht hoffe. Es ist eigentlich schon immer gut, drei Torhüter zu haben. Ist die Frage, wen? Warte mal, können wir gleich mal gucken hier wegen Haberer. Weil es dann halt keinen Sinn macht, das Geld für ihn auszugeben. Moment. Was kann ich hier machen? Achso, nee, muss ich ja machen, wenn die Vertragssprüche kommen. Ich will jetzt halt auch nicht irgendwie ins Blaue rein irgendeinen Torhüter hier verpflichten. Macht dann auch nicht unbedingt Sinn. Wenn halt irgendwie Nübel. Weil haben ja. Da haben wir halt auch nicht den Wert von dem Spieler, ne? Deswegen, und ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, welche Spieler wir sonst noch groß verpflichten könnten. Mal schauen mal, wir haben genug Stürmer, ja? Mittelfeld haben wir eigentlich auch eine gute Auswahl. Dann haben wir 11 Fonds. Und nur einen Rechtsverteidiger. Wir wollten noch einen Rechtsverteidiger verpflichten. Genau. Haben wir den, übrigens keine Angst, in dieser Folge wird es auf jeden Fall wieder ein Spiel geben. Genau, wir haben ja noch Kammerbauer. Wie lange braucht ihr unseren Scouting-Auftrag eigentlich noch? Ich hoffe nicht mehr zu lange. Weil wir brauchen ja noch einen zweiten RV. Nur ein Spiel auf der Position. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eher nicht. Warte mal, gibt es vielleicht noch ein bisschen bessere Trikotwahl? Ja, komm mal so hier. Das ist Unterschied genug. Die Aufstellung würde ich einfach mal so lassen, weil ich meine, dass wir gut gespielt haben im letzten Spiel. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, guck mal einfach mal. Es ist wieder etwas spät und ich habe gerade mit dem guten Lars aka ET Gaming A Way Out durchgespielt. Ich bin gerade noch ein bisschen. Ja, das ist.
Man muss es erstmal verarbeiten. Ich muss sagen, es ist ein echt geiles Spiel. Die Story ist auch echt gut. Und das Ende ist krass. Ja, also, keine Ahnung, das Ende ist wirklich heftig. Damit rechnet man irgendwie nicht. Es ist einfach super umgesetzt. Die Sachen, die man da machen muss und alles, sind dann auch genau in dem Rahmen von... genau in dem Rahmen von Spiel und alles ist es einfach grandios. Also mit eins meiner Lieblingsspiele, mit eins der besten Spiele, die ich bisher gespielt habe, muss ich mal ehrlich sagen. So. Genug gefaselt. Jetzt geht's hier um dieses Spiel. Das war eine schlechte Ballannahme von Köpke. Mal ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Und nicht irgendwie labern. Machen uns keinen Stress. Wir haben Zeit. Den hat Klostermann nicht. Oh, Hinteregger. Ganz schlecht geklärt. Nee, das wird nichts. Gefährlich. Gladbach hier mit dem ersten Angriff in dem Spiel. Das mag mir nicht gefallen. Da ist ja noch Schnee liegen. Das ist immer so ein bisschen ablenkend. Ja. Genau, Finn Burgasson! Ah, schade. Aber warum nicht? Man kann es einfach mal probieren. Zwei Chancen, also eine Chance für jede Mannschaft bisher. Gladbach steht gerade hinter uns in der Tabelle. Zwei Punkte hinter uns, um genau zu sein. Das heißt, wir könnten es ein bisschen absetzen. Aber Gladbach könnte es natürlich auch überholen. Was wir natürlich bestenfalls verhindern sollten. Ah, mein Gott. Falls es nichts werden sollte, dann ist es auch kein Weltuntergang oder so. Wir gehen ganz entspannt an die ganzen Spiele ran. Hauptsache nichts mit dem Abstieg oder Ähnlichem zu tun haben. Das ist mir am wichtigsten. So, mein Gott, mir ist gerade das nicht eingefallen. Vorsicht. Ja, nein. Oh nein! Kein Elfmeter aber, ne? Kein Elfmeter. Nee. Oh, scheiße. Sehr gut. Raus damit. Ah, Eckball, ne? Scheiße. Ah, komm, hau mal den Ball da jetzt raus. Reicht dann langsam mal. Sehr schön von Kajubi. Ach, es kommt da keiner mit vor. Was soll Köpke da vorne mit dem Ball machen? Oh, wir waren noch quasi dran. Komm, raus mit dem Ball. Danke. Okay, ruhig, Kajubi. Hintenrum spielen, Ballsicherheit. Kovalov lässt sich da mal Zeit. Der hat die Ruhe weg, der Junge. Ah, komm, Köpke, du hättest laufen können. So, jetzt. Ach, schon wieder stehen geblieben. Boah. Schiri, faul. Oh, sehr schön, Einwurf für uns. Keine Ecke, aber immerhin. So, und da spielt man komplett frei. Und die ist nicht gut. Weil viel zu nah an Tor. Das ist schade. Ich dachte, da können wir mal so eine gute Flanke raushauen von da. Position war okay. Umsetzung war scheiße. Da Person hinter Controller unvermögend. Oben. Checken. Ach Mann, ich wusste, jetzt hab ich wieder zu spät gewechselt. Komm, Hitz. Jawohl. Sehr gut gemacht von Hitz. Sehr schön gehalten. Kommt da raus, macht sich breit. Und stellt das Tor zu. Oh, Köpke lässt sich da einfach. Er prallt da einfach ab an ihm. Ah, oh, das kann doch nicht sein! Mein Gott, das hätte ich beinahe nicht rausgehauen bekommen. Ah, Junge. So, Köpke, spiel hinten rum. Gladbach ist bisher vielleicht die Mannschaft, die ein bisschen mehr vom Spiel hat. Aber jetzt kommen wir. Nein, hat Kajubi Platz. Oh, die Flanke war nicht so gut. Oh, dieser Fußlauf. Köpke, der wird zwar noch nicht richtig rein. Ja. Oh, schade. Kopfballungeheuer Köpke mit seinen 1,20. Oder was weiß ich, wie groß der ist. Ah, oh, schade. Bekommt Stindl noch. Okay, ruhig.
diszipliniert und sauber verteidigen. Och nein, kann nicht sein, dass er einfach so durchkommt. Mein Gott. Einmal durchgeschickt auf Bombardier und er ist durch. Das kann nicht sein. Konzentration hier. Oh. Scheiße. War gut gespielt. Wir stehen viel zu offen hinten. Wir bekommen keinen Zugriff. Und nach vorne kommen wir auch nicht wirklich. Das ist gerade nicht gut. Oh, es ist immer einer dazwischen, ne? Die Gegner stehen immer mit 50 Mann hinten drin. Jawohl, sehr gut. Kann er nicht sein, komm, Hits, Hits. Jawohl, sehr gut, weiter, weiter, weiter. Aber nicht, doch nicht nach da. Ja, sehr schön. Och nein, doch nicht, oh, noch nicht da in die Mitte. Im Hintergrund wäre noch einer gelaufen. Oh, wir geben noch keinen Kopfball, weil die sich einfach nicht gut platzieren. Geh doch hin, steh nicht einfach da und schau dumm rum. Ja, sehr gut für Möwald. Sehr schön von... Aha, ja. Ah, ja, die Halbzeit war scheiße. Die Halbzeit war richtig schlecht von uns bisher. Nein, nicht fortsetzen. Ach, Mann. Scheißdreck da. Umstellen will ich. Wir müssen mit mehr Mann hinten stehen. Wobei ich dann doch überlegt bin, ein 4-3-3 zu spielen. Aber ein 4-3-3 defensiv. Damit wir hinten vielleicht ein bisschen besser klarkommen. Und die Spieler vielleicht fast sogar lassen. Ich möchte eigentlich noch nichts auswechseln. Ich hoffe einfach mal, dass die Formationsumstellung jetzt irgendwas bringt. Wir eventuell eher auf ausgeglichen gehen. Vielleicht sogar auf defensiv. Und dann auf Konter. Ja, ach doch, wohin denn? Warum denn? Warum in Richtung vom Tor? Warum denn nicht gerade Richtung Grundlinie? Ja, sehr gut. Ich glaube, es wird Abschluss geben, oder? Gibt's nicht. Geh doch hin zum Ball. Mann, dann so ein Pass. Ey, geht ja gerade gar nicht. Und Gladbach spielt uns ja aus wie Tiki-Taka oder was. Am Arsch. Komm. Ja, danke. Oh, lauf doch! Mann! Er täuscht an zu laufen und bleibt dann einfach stehen. Ah, natürlich gewinnt er auch keinen Ball hier. Das kann jetzt gerade schon wieder echt nicht wahr sein. Ja. Setz doch nach. Ja, natürlich!
prallt einfach ab wie sonst was. Komm, Hits. Danke. Lauf doch, Kajubi. Einfach stehen. Jetzt, sehr gut. Ja, komm. Ein Einwurf für uns. Ja, müssen wir auswechseln. Von Schmied kam nicht viel. Möwald jetzt auch nicht wirklich. Und Kajubi. Von Köpke und so weiter auch nicht, ne? Das kann man hier von niemandem wirklich viel da vorne drin. Ich würde eigentlich am liebsten alle auswechseln. Chani kann auch rechts spielen, ne? Würde ich sogar am ehesten Köpke auswechseln. Weil von Köpke kam bisher am wenigsten davon. Zumindest habe ich davor am wenigsten gesehen. So, direkt hier dreifach wechseln. Ach, wieso spiele ich denn auch dahin? Wir waren so frei durch gewesen. Sehr gut. Ja. Fuck. Ich spiele einfach nicht den Pass, den Ball nach vorne, den Ball, genau. Den Ball nach vorne, ich spiele immer noch mal rum, das ist schlecht. Ich spiele auch selber gerade nicht wirklich konsequent. Sehr schön. Kajubi. Von Burgesson, geh in die Mitte. Was willst du denn auf den Außen? Du bist Mittelstürmer, verdammt nochmal. Ja. Och, komm mal. Nein. Komm, keine rote Karte, ne? Okay, nicht. Das ist unnötig. Ja, danke. Chili pfeift was für mich. Was ist denn da kaputt? Ah, es wird aber jetzt. Das wird verdammt hart, hier noch was zu holen. Wir haben nicht wirklich was für Spiel geleistet bisher. Läuft über die Mitte, anstatt die Flanke zu spielen. Lass mal einen Ball annehmen und 50 Kilometer weiter tragen. Ich habe übrigens auf Defensiv gestellt, möchte ich mal sagen, ne? Wo ist meine verfickte Defensive? Ach, am Arsch! Bullshit! Absoluter Bullshit! Ich habe auf Defensiv gestellt! Dann möchte ich bitte auch, dass meine Defensive da ist! Was bringen denn die Regler dann überhaupt? Wieso kann mein Gegner das und ich nicht? Hallo, faul. Bullshit. Ach, was mache ich denn? Was mache ich denn für eine Scheiße hier gerade? Lauf weiter. Er bleibt schon wieder stehen. Oh, das ist natürlich perfekt. Ach, was war... Wo, dieser Laufweg. Dieser absolut dämliche und unterirdische Laufweg. Ja, ja, komm. Und das ist kein Foul, oder was? Körper einsatz hin oder her. Das ist ein Foul. Und
Und zwar sowas von. Komm, Kajubi schneller, hat mehr Ausdauer und ist trotzdem langsamer. Bullshit. Geh doch hin zum Ball! Er steht hier und schaut rum! Ach komm, hör mir doch auf! Und dann sagt man noch einiges, sollen wir nicht aufregen über FIFA. Es ist ein absoluter Witz. Mann, war das ein Scheiß schon wieder, ganz ehrlich. Wieso kann man nicht mal ein bisschen konstanter hintereinander spielen? Das war wieder absolut gar nichts. Am Anfang ging es ja vielleicht, aber jetzt am Ende schon wieder. Ausdauer weg, hin oder her. Es hatte nichts mit Ausdauer zu tun. Mann, Wieso können wir nicht mal eine Zeit lang konstant spielen? Wir müssen hier nicht konstant rasieren oder so, aber einfach mal konstant akzeptabel. Mann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.